Geralt von Riva. Ich habe gehört, ihr wäret tot. Verzeiht, aber ich glaube nicht, dass ich schon einmal von euch gehört habe. Man nennt mich die Weiße Ryla. Was führt euch hierher, Hexer? Ungeheuer töten. Das Übliche. Habt ihr eine Einheit Elfen in der Gegend gesehen? Nein, keine Einheiten. Passt auf, was ihr sagt. Ihr seid nicht unantastbar. Wenn ich erfahre, dass ihr mit den Skoyatel zusammenarbeitet... Droht ihr mir? Nein. Ich helfe euch nur, einen schweren Fehler zu vermeiden, dessen Folgen möglicherweise zu viel für euch wären. Ihr solltet ebenfalls Vorsicht walten lassen. Ich bin kein ausgezehrter Elf. Ich kann mich verteidigen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr müsst wissen, dass Visima brennt. Anderlinge haben es in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die armen, hungernden Elfen ermorden Dutzende von Menschen. Meine Befehle lauten, die Einheit aufzuhalten, die von Toruvil Aeb Shihil angeführt wird. Und ich lasse nicht zu, dass ihr mir in die Quere kommt. Sie verstecken sich im Dorf und haben Geiseln genommen. Wir greifen in Kürze an. Die Verluste werden vermutlich hoch. Seltsame Worte. Bedenkt man, dass dieser Mörder Yevin euer neuer Freund ist. Ich weiß, dass ihr bei diesem Bankraub die Finger im Spiel hattet. Und zufällig sind die Skoyatel seit diesem Moment deutlich besser bewaffnet. Egal aus welchem Grund... Diese Bauern gaben der Einheit Unterkunft und Essen. Sie sind des Verrates schuldig. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Bauern abschlachtet. Ha. Wollt ihr es mit uns aufnehmen? Nun gut. Sprecht mit dem Elfenweib. Wenn sie die Waffen niederlegen, garantiere ich ihnen einen fairen Prozess. Ebenso wie den Bauern. Wartet mit dem Angriff, bis ich zurückkehre. Ihr habt mein Wort. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Und was ist denn hier los? Ich habe extra die Klappe gehalten, weil es hier gleich weiterging, nachdem wir in der letzten Folge von der Insel, wo wir Dagon besiegt haben, nicht zurückgekommen sind. Und hier ist die Hölle los. Also wartet mal. Die Elfen haben sich im Dorf verschanzt, haben die Bauern und die Bürger von Trübwasser in ihrer Gewalt. Die Weiße Ryla und ein ganz schöner Trupp von Orden der Flammenrose-Ritter ist hier und die wollen das Dorf stürmen. Und vor allem Visima brennt. Die Anderlinge haben wohl endlich zu den Waffen gegriffen. Ob wir daran schuld sind und dass wir ihnen geholfen haben, das weiß ich nicht. Fakt ist, die Lage ist ernst, liebe Freunde. Und wir sind wieder mittendrin. Kaum haben wir den ersten Gegner besiegt, kommt der nächste. Aber dieser Konflikt, er zieht sich so lange schon durch dieses Spiel. Ich zweifle eigentlich nicht mehr daran. Ich hätte nichts gegen ein Bier. Dass es noch schlimmer kommt. Können wir noch mit der Weißen Ryla nochmal sprechen? Ja? Ich dachte immer, der Orden würde nur die Gottesfürchtigen aufnehmen. Ich bin Söldnerin, keine Betschwester. Ich arbeite für jeden, der bereit ist, für die Köpfe von Anderlingen zu bezahlen. Selbst für andere Anderlinge? Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Im Krieg hat meine Einheit fliehende Zivilisten geschützt. Die Skoyatel waren die Vorhut der Armee Nilfgaards. Ich denke, ich weiß, wie das ausgegangen ist. Ach ja? Sie haben eine gesamte Einheit abgeschlachtet. Im Vergleich zu dem, was sie mit mir gemacht haben, war das noch barmherzig. Wurdet ihr je gefoltert, Hexer? Krieg ist grausam. Er verdirbt uns alle, nicht nur Elfen. Pazifisten, Schwachsinn. Die Weiße Ryla ist also... eine Söldnerin und sie hat wesentlich mehr Mumm als Siegfried, wenn ich das mal anmerken darf. Als Anführerin, aber ist Siegfried eigentlich auch hier? Ich sehe nicht. Naja, das wäre auch zu viel für den armen Siggi. Dann würde ich sagen, gehen wir mal sofort... Ich hätte nichts gegen ein Bier. Vernichtet die Anderlinge! Na, das glaubst du selber nicht. Wir gehen sofort mal ins Dorf der Anderlinge. Ins Dorf von Trübwasser. Und schauen, was die Anderlinge dort anstellen, denn es ist ernst, Freunde. Wer weiß, was für eine Schlacht uns bevorsteht. Und wer weiß, was wir tun können, um sie vielleicht zu verhindern. Oder im Notfall mittendrin zu sein. Ich bin echt gespannt, warum Toruvil und die anderen die ganzen Bürger als Geiseln genommen haben. Ich glaube wirklich, sie wurden dazu gezwungen. Also weil sie halt zurückgedrängt wurden von dem Orden der Flammenrose. Weil sie haben ja die ganze Zeit hier friedlich gelebt an der Höhle und haben keine Anstalten gemacht, gegen die Elfen vorzugehen. Deshalb bin ich... Naja, wir schauen mal, Freunde. Ich kann es noch nicht so viel dazu sagen. Rittersporn. Geralt! Rittersporn. Toruvils Elfen haben im Dorf Geiseln genommen. Was sollen wir tun?
Ich habe mit Raila gesprochen. Sie führt die Ritter des Ordens an. Geralt, Alwin ist eine dieser Geiseln. Ich weiß. Ich versuche, mit ihnen zu verhandeln. In Ordnung. Ich postiere mich hinter dem Haus des Dorfpropstes. Wenn ihr bereit seid, sagt ihr mir, was ich tun muss. Ich muss mit der weißen Raila und Toruwil sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht leicht wird. Das schafft ihr schon. Bis später. Ja, wieder Sporn. Renn mal hier in ein enges Haus. Super Typ. Aber verdammt, Alwin ist einer der Geißenfreunde. Und Alwin ist uns sehr am Herzen. Liegt uns sehr am Herzen. Deshalb, Freunde, ist es ganz wichtig, dass wir sofort mit den Elfen sprechen. Solange Rittersporn sich hier verschanzt, das ist das Beste für ihn. Der würde, glaube ich, noch unsere eigenen Leute abmurksen. Hauptsache, die preisgekrönte Kuh steht hier seit Anbeginn dieses Kapitels rum. Elfin, wir müssen mit Toruwil sprechen, ganz dringend. Geralt von Riva, Toruwil sprach von euch. Was wollt ihr? Ich führe die Verstärkung an, die Yevin schickt, um Toruwil zu helfen. Wie ihr seht, dient Vivaldis Gold endlich einer gerechten Sache. Mit gestohlenem Gold gekaufte Waffen. Bewundernswert. Wenn ihr aus Visima kommt, habt ihr die weiße Raila hergeführt. Das ist unwichtig. Toruwil konnte nicht ewig fliehen. Den Hetzhunden des Ordens entkommt man nicht. Sie sollte es als Gelegenheit sehen, ihren Häschern zu trotzen, sie zu besiegen und zu Yevin zurückzukehren. Ihr lasst Toruwil keine Wahl. Und jetzt braucht ihr mich, um die Ritter zu töten. Toruwil ist das lebende Symbol unseres Kampfes. Sie hat kein Recht zu fliehen. Ihr habt schon so viel für uns getan. So steht denn weiter vereint mit ihr. Mit den Verfolgten gegen jene, die blind vor Hass sind. Warum sollte ich das tun? Für einen Teil von Vivaldis Gold? Nein, damit ihr einer gerechten Sache dient und ein Massaker wie das im Umland verhindert. Und um Alwin vor den blutrünstigen Lakaien des Ordens zu beschützen. Wann hat das alles nur ein Ende? Da hat er recht, aber andererseits müssen wir versuchen, diesem Kampf aus dem Weg zu gehen. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Oh mein Warum Gott. Warten und hier das wird ernst, Freunde. Und Alwin ist hier. Da ist Alwin. Ich muss schnell mit Alwin sprechen. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja? Alles in Ordnung mit dir? Nein, ich fühle mich seltsam. Ich kann hören, was sie denken. Das ist schrecklich, Geralt. Hast du die Halskette? Ja, ich trage sie ständig. Ich will sie nicht hören. Geralt, warum machen die Elfen das? Ach, Alwin, gute Frage. Ja, wir haben uns halt das ganze Spiel eigentlich jetzt für die Elfe eingesetzt, deswegen will ich das jetzt eigentlich auch so weiterführen, obwohl ich gerade ein bisschen Angst habe, dass Alwin was passiert. Aber wie gesagt, wir hätten uns dafür entschieden, Leute. Ich werde auch weiter hinter der Elfe stehen. Ich muss es. Sonst würde meine Entscheidung ja nichts bedeuten im Verlauf des Spiels. Sie kämpfen für ihre Freiheit, für ein Ideal. Die Menschen haben sie so sehr in die Enge getrieben, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Ich werde es mir merken. Geralt, es wird etwas Schlimmes geschehen. Ich kann es spüren. Ich muss mit Toruwil reden. Bleib hier. Oh Gott, hoffentlich passiert nichts Schlimmes mit Alwin. Da bist du ja, Toruwil. Wann hat das... Geralt, was führt euch hierher? Ich bin gekommen, um ein Massaker zu verhindern. Es gibt kein Massaker, wenn sie uns ziehen lassen. Ihr hättet die Kinder aus dem Spiel lassen können. Das konnte ich leider nicht. Die weiße Raila steht dort am Ufer. Ein paar tote Bauern beeindruckten sie nicht. Erst die Kinder stoppten ihr Vorrücken. Ich will euch helfen, aber ihr müsst die Geißen freilassen. Ja, das ist einfach das Wichtigste, denn sonst passiert sicher irgendwelchen was. Vor allem Alwin. Und das darf nicht passieren. Ich will euch helfen. Aber ihr müsst die Geiseln freilassen. Ich weiß, ihr seid ein Freund. Einige Skoyatel aus Vizima haben sich uns vor kurzem angeschlossen. Sie haben von euch erzählt und wie ihr Yevin in der Bank geholfen habt. Die Afkaren liefern wieder Waffen und Vorräte, weil sie daran glauben, dass Yevin sie bezahlt.
Das freut mich, aber... Helft uns, im Schutz der Nacht zu fliehen. Wir wollen nicht kämpfen. Mit etwas Glück kommt niemand zu Schaden. Einverstanden. Und sagt Rittersporn, er könnte erschossen werden, wenn er sich weiter hinter dem Haus versteckt. Ja, das wird noch fehlen. Hübsch. Oh, Toruvil. Ich werde auf eurer Seite stehen, aber das müssen wir echt verhindern. Ja? Lasst wenigstens Alvin gehen. Nein. Ach, Toruvil. Was soll der Mist? Rittersporn, komm. Geralt? Rittersporn, die Lage verschlechtert sich zusehends. Skoyatel auf der einen Seite, der Orden auf der anderen und wir mit Alvin in der Mitte. Tresore aus Mahakam, von Gnomeningenieuren entworfen. Meisterhafte Verschlusszauber. Kampferprobte Kriegsveteranen. 500 Jahre Erfahrung. Das alles, damit ihr Geld sicher ist. Absolut sicher. Glaubt den großen Worten nicht. Die Kräfte sind im Gleichgewicht. Gerüchte über aus der Bank gestohlene Reichtümer haben Lebensmittel- und Waffenhändler angelockt. Reichtümer, die Menschen vorher Vivaldi gestohlen hatten. Die Skoyatel geben es nicht zu, aber der Freiheitskampf ist leichter, wenn der Bauch voll und die Rüstung anständig ist. Das stimmt leider. Geralt, was nun? Flucht scheidet aus, ihr würdet euch sowohl den Orden als auch die Anderlinge zu Feinden machen. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich würde lieber Alvin retten, aber wenn ich gehe, könnte es zu einem Massaker kommen. Und ich muss an meine Freunde denken. Hexer, das könnte ein Wendepunkt sein. Was ihr tut, wird Konsequenzen haben. Sollen wir uns Alvin schnappen und die anderen sich selbst überlassen? Das wäre die einfachste Lösung, obwohl Rittersporn recht hat. Wir hätten beide Seiten gegen uns und das würde vielleicht am Ende der Geschichte nicht gut für uns laufen. Wir brauchen Verbündete im Kampf gegen die Salamandra. Wir brauchen zumindest eine Seite. Nein, die Elfen brauchen meine Hilfe. Toruvil, ich muss in diesen Kampf eingreifen, Leute. Nein, die Elfen brauchen meine Hilfe. Was soll ich tun? Findet den König der Fischer und sagt ihm, er soll sich bereithalten. Wir kehren nach Visima zurück. Gut, wir treffen uns dann am Seeufer. So soll es sein. Wenn es soweit ist, treffen wir uns. Ich muss Alvin hier wegbringen. Ich darf nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Der Kleine liebt euch so, wie ein Sohn seinen Vater liebt. Wir töten keine Kinder. Nehmt ihn mit. Danke, Toruvil. Oh nein. Der Orden. Das ist eine Falle! Sie greifen an! Es ist zu spät. Der Kampf hat begonnen. Alvin! Nein! Alvin! Nein! Was tust du, Alvin? Er hat sich wieder teleportiert. Und für uns beginnt der Kampf jetzt. Na dann ab in den Kampf. Dann ist das Massaker jetzt nicht mehr abzuwenden. Alvin ist weg und wir müssen jetzt sofort die Elfen unterstützen. So gut wir können zumindest. Ich hoffe, Toro, wie geht es gut und den anderen? Noch einer, oder was? Dann war's das schon. Ihr habt mich wütend gemacht. Das ist vorbei.
Oh mein Gott. Was für ein Massaker, Freunde. Und Alvin ist im Massaker geflohen. Das alles nur ein Ende. Das Problem ist, er kann sich doch nicht kontrollieren, wenn er in Panik ist. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wo zur Hölle er hin ist. Verdammt. Müßiggang macht mich gereizt. Nichts wie weg hier. Vielleicht noch kurz mit Toruvil sprechen, wenn wir sie sehen. Aber ich kann sie gerade nicht ausmachen. Ich führe die Verstärkung an, die... Ja, das haben wir schon. Wo ist Toruvil? Warum warten und hier verrotten? Ich sehe sie nicht mehr. Gut, wir haben auch keine Zeit jetzt für Toruvil, so als mir tut. Wir müssen sofort Rittersporn finden. Wie kommen wir denn jetzt? Da, auf Karte verfolgen. Verdammt, wir müssen uns beeilen. Es geht um Alvin, es geht um Vizima. Hier haben wir, glaube ich, zu viel angerichtet, um hier zu bleiben. Aber wir haben den Elfen geholfen. Wir waren auf dieser Seite bis zum Schluss, auch wenn es harte Konsequenzen hat, Freunde. Das weiß ich. Aber das ist nun mal unsere Seite. Und das ist unser Weg bis zum Schluss. Und jetzt sofort zum Herr der Fischer und zu Rittersporn. Und dann ab zurück nach Vizima. Was für ein Massaker. Oh man, dieser Konflikt wird immer krasser und ich frage mich, ob es noch eine Steigerung gibt, weil jetzt wurde wirklich schon ein offenes Massaker geführt zwischen den beiden Parteien. Ich weiß nicht, ob wir es noch schlimmer gemacht haben. Fakt ist, es wird sich alles verändern. Fakt ist, dass wir nach Vizima zurückkehren und dort einer brennenden Stadt gegenüberstehen. Und Fakt ist, wir müssen alles daran setzen, so viel wie möglich zu retten. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch etwas, denn in der nächsten Episode brechen wir zusammen mit Rittersporn nach Vizima zurück auf. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt erst richtig in die heiße Phase kommen. Ciao, bis zur nächsten Folge.